Augenmerk ist immer auf Gewinn. Also, dritter Platz schön und gut, aber damit war ich auch letzte Season schon nicht zufrieden. Wir wollen natürlich gewinnen und das ist das Ziel. Ich bin Samet, Snack Science Vorschell. Ich bin 22, komme aus Berlin. Ich spiele im Team so die Raumeinnehmerrolle zusammen mit Bonga. So, wir nehmen so zusammen Raum ein, spielen die aktiveren Rollen und auf CT die Rotiererrollen. Und ja, wir sind eigentlich so beide die eher aktiveren Spieler im Team. In unserem Team spielen außer uns noch Askan. Askan ist die AWP bei uns. Rappi, die ist so. Ja, ich nenne es immer so, ich nenne es immer Semi-Lurk. Er ist einfach der Rifle bei uns. Er ist so Dritter auf dem Spot. Und dann haben wir noch Gim. Gim ist unser Lurk, slash Anker. Der wichtigste Punkt, also ein Punkt war, Jansen vom letzten Team hat ein anderes Zuhause gefunden. Das heißt, da wäre eh ein Change passiert. Dann haben wir Hades und Dream noch ausgetauscht. Und bei den beiden ging es einfach um zeitliche Angelegenheiten. Wir hatten ab und zu Spiele früh morgens, die wir spielen wollten. Und die beiden hatten halt andere Verpflichtungen, deswegen konnten die Spiele nicht mitspielen. Oder es war schwieriger für uns, solche Spiele zu spielen. Und da wir solche Spiele halt hauptsächlich spielen wollen und dahin wollen, dass man halt immer diese wichtigen Matches, die halt oft in der Früh sind, spielen wollen, haben wir halt neues Lineup gepickt. Dazu, ja, deswegen ist es halt dazu gekommen. Natürlich so, es wird ein anderes Team sein. Jedes Mal also wir haben ja drei Spieler gechanged. Drei Spieler Change heißt komplett anderes Team. Und wir entwickeln uns gerade noch. Ich kann es noch nicht ganz einschätzen, wie wir im Vergleich zum letzten Team sind. Ich würde sagen, ein bisschen aggressiver auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen mehr aggressiver. Wir hatten im letzten Team ein paar sehr passive Spieler und jetzt sind wir halt, ja, haben eine andere Teamdynamik und müssen schauen, wie es damit läuft. Stressig immer. Vor allen Dingen als IGL ist immer schwierig. Du musst auf viele Sachen achten. Also man muss irgendwie schauen, dass so ein Grundgerüst fürs Team steht und man muss schauen, wo liegen die Probleme in dem neuen Team, im Vergleich zum alten Team, was muss man fixen, woran muss man arbeiten. Und deswegen ist es erstmal schwierig, auch individuell für mich noch, aber ja, es wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ich habe sehr viel Spaß mit den Jungs schon bisher. Wir sind eine sehr wilde und lustige Truppe und ja. Also wir haben uns auf Arcadia schon gesehen, letztes Jahr, 2022 im Oktober. Da hatten wir die Alive-Lagen gespielt gegeneinander. Da war ich noch bei Onyx und Bonga war mit Gim und Rappi war auch dabei. Rappi war damals Stand-in tatsächlich bei Epic Dudes. Also haben wir uns eigentlich alle schon gesehen. Damals war ich ja mit Askan noch bei Onyx. Askan war ja mit mir dabei. Also es ist nicht zum ersten Mal, aber auf Arcadia war es jetzt auch nicht so, dass wir zusammen die ganze Zeit zusammen waren, sondern es war eher so ein Sehen. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit leider. Es sind 4 Tage, glaube ich, Bootcamp. Normalerweise ist es ja eine ganze Woche. Wir machen jetzt natürlich den ersten Tag, haben wir Media gemacht. Die restlichen Tage werden wir natürlich für Prac jetzt benutzen. Ich denke, es ist für beides gut. Wir werden uns als Team wahrscheinlich weiterentwickeln und auch als Teamchemie und menschmäßig werden wir auch weiterkommen. Das ist eigentlich für beides sehr gut fördernd. Augenmerk ist immer auf Gewinn. Also, dritter Platz schön und gut, aber damit war ich auch letzte Season schon nicht zufrieden. Wir wollen natürlich gewinnen und das ist das Ziel. Also, Attacks sind sehr gefährlich, sage ich immer. Naja. Gegen die habe ich so ein bisschen. Wir haben ja gegen die letzte Season 7 Maps oder so gespielt, 7 Maps verloren. Also, gegen die sind wir. Wegen denen habe ich so ein bisschen. Ich will mich revanchieren auf jeden Fall, weil ich finde, die spielen auf jeden Fall sehr gutes Counter-Strike und gegen die ist es sehr schwierig zu spielen. Ich glaube, Big Academy ist schwächer geworden, die Season. Und ja, vielleicht könnte es eine El-Clasico zwischen Attacks und uns geben, je nachdem, wie gut wir werden. Aber ich denke, wir sind nicht. Ja, also ich würde nicht sagen, wir sind auf einem ganz anderen Niveau. Obwohl, Attacks vielleicht manchmal. Also bei mir ist es auf jeden Fall, ich finde der Attacks sehr gut, die sind ja zurzeit auch sehr gut, aber für mich persönlich wäre es auf jeden Fall so richtiger gegen Big AK vielleicht mal ein, zwei Maps damit zu nehmen, weil dann spielt ja mein Ex-Teammate Arrow. So ist es immer nice, gegen alte Teammates zu spielen und jetzt mit dem Lineup ist man halt auch confident, dass man gegen Big AK auch eigentlich, die sind ja bei uns in derselben Gruppe, dass man gegen die auch wirklich ein, zwei Maps holen könnte, easy. Dann haben wir noch heißen die AX? AX, ja. AX, ja, die haben ja auch noch eine Gruppe, da war ja Gim vorher. Das heißt, da wird auch noch ein bisschen Rivalität sein zwischen den Teams. Also gegen das Team. Also, aber Hauptsache Attacks, sehr wichtig. Ich finde, GHRs sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die Jungs spielen ja eh in anderen Ligen in Deutschland auch so, die höhere Ligen und auch gegen Defiance-Teams haben sie schon öfter gewonnen. ESEA Main Playoffs etc. So, gegen die sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die sollten jetzt aber auch nicht so sehr stark sein, aber für einen Aufsteiger sind die schon sehr gut, finde ich, Team GHR. AEX finde ich, muss ich noch gucken, wie die spielen. Also auf Papier finde ich das Lineup tatsächlich irgendwie nicht so Defiance sehr stark tatsächlich, aber AEX könnte natürlich auch
so als Dark Horse überraschen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die zusammenspielen. Die haben jetzt auch zwei neue Spieler mit Haiyan. Ich habe ja auch mit Haiyan zusammengespielt im Team. Also ich weiß schon, was da man drauf hat. Muss man halt gucken, wie die zusammen im Team stand spielen. Also Taktik auf jeden Fall in dem Sinne nicht. Kein sonderlich taktisches Team. Wir spielen eher frei und verlassen uns auf unsere individuelle Stärke. Taktik würde ich uns als sehr simpel beschreiben, momentan zumindest. Und ja, wir bauen auf individuelle Stärke. Zurzeit sind wir noch so ein bisschen am Schwanken. So individuell sind wir noch nicht so ganz ja, da, wo wir sein sollten. Aber gerade haben wir auch noch so ein bisschen, wir müssen uns finden und wir müssen ein bisschen reinkommen. Und eigentlich ist das Team darauf aufgebaut, dass wir einfach individuell alle sehr gut ins Gesicht schießen. Und ja, vor allen Dingen auch ein bisschen aggressiver als letzte Season. Und ja, mal schauen, wie das funktioniert. Alle haben relativ viel Zeit. Wir versuchen, so viel zu spielen wie möglich. Wir sind eher bei eher Teilzeit als Vollzeit. Also können nicht fünfmal die Woche Vollzeit spielen. Aber wir werfen immer wieder so einen Vollzeittag rein, spielen viel Teilzeit und nehmen halt viele von den, viele Qualifier und so weiter mit. Also wir spielen schon viel, nur Vollzeit geht halt noch nicht. Also ich arbeite noch nebenbei Teilzeit im Einzelhandel. Rapala zum Beispiel auch. Bonga ist auch noch am Studieren. Wir machen halt alles nebenbei, alle nebenbei was. So Teilzeitarbeit oder Freizeitmäßig hat man eigentlich immer genug Zeit. Also CSGO nimmt schon sehr viel Zeit von der Freizeit an sich, aber eigentlich kann man das immer gut managen, finde ich. Also ich manage das eigentlich immer sehr gut. Für mich ist das kein Problem. Aber bei uns im Team ist es auch, glaube ich, kein Zeitproblem. Eigentlich ist es bei jedem ganz easy. Und sonst haben wir Freizeit, also man spielt sehr viel Faceit. Ich würde sagen, bei uns im Team, wir haben sehr viele Faceit halt im Team. Das ist so, glaube ich, normal bei allen CS-Spielern nach dem Prac, nach den Office Faceit noch. Ja. Und sonst gibt es noch gut und gerne mal so ein League of Legends Game oder so. Mein Traum wäre es auf jeden Fall, T1 zu spielen. Also T1 meine ich damit natürlich so mit den besten Teams. Jetzt mit CS2 zum Beispiel habe ich schon den Traum, so dass man mit CS2 auf ein Level aufsteigt, dass man viel besser wird und dann halt mit CS leben kann, also dass man das zu seinem Job machen kann, zu seiner Leidenschaft, um die Welt reist. Und dass ich meine, es ist schon von sehr vielen CS-Spielern der Traum, aber ich bin ein Spieler, der das schon sehr gern verwirklichen würde. Ja, ich will das ein oder andere Major gewinnen. Nur das.